Hallo zusammen und damit heiße ich euch mal wieder recht herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Folge von uns. Diese Woche zeigen wir euch unseren ersten ausgelösten Alarm und darüber hinaus nach einiger Zeit endlich mal wieder ein verlassenes Werk, aber längst nicht so, wie ihr denkt. Denn das Kernstück ist nur noch eine Ruine und für uns leider unzugänglich gewesen, während ein anderer Teil der einst großen Anlage bis heute fast ungenutzt vor sich hin vegetiert. Aber dazu gleich mehr von mir. Sollten euch verlassene Orte hier in Ostdeutschland interessieren und ihr wollt mehr darüber erfahren, dann schaut doch mal auf unseren Kanal. Dort gibt es jede Woche Mittwoch eine neue Folge zu diesem Thema. Mittlerweile sind es weit über 100 Stück. Abonniert uns also, wenn ihr in Zukunft nichts mehr davon verpassen möchtet. Wir sind UrbexLE direkt aus Leipzig und heute zeigen wir euch die letzten Nebengebäude der einstigen VEB-Rohrwerke. Streng genommen hieß das Werk zu DDR-Zeiten etwas anders, aber um die Location zu schützen, belassen wir es einfach mal dabei. Leider waren wir insgesamt deutlich zu spät, denn schon 3 Jahre bevor wir überhaupt mit diesem Hobby begannen, war das Ganze schon weggerissen. Aber blicken wir erst einmal noch weiter zurück in die Vergangenheit und schauen uns an, wie das Ganze über die vielen Jahre überhaupt entstehen konnte. 1917 begann alles mit einer kleinen Selbstständigkeit, die zu einem Rohrleitungsbau- und Montagebetrieb heranwuchs. Vor allem im hiesigen Chemiepark bzw. im Industriegebiet fand man zügig Abnehmer, wodurch schnell expandiert werden konnte. Im Jahr 1922 erfolgte dann die rasche Umwandlung in eine Aktiengesellschaft, wodurch neue Investoren angelockt werden konnten. Ein Jahr später kaufte die Düsseldorfer Mannesmann AG 50% sämtlicher Anteilsscheine am Unternehmen. Die Mannesmann AG sollte dem einen oder anderen noch ein Begriff sein. Die Firma wurde von Vodafone im Jahr 2000 für unbeschreibliche 190 Milliarden Euro übernommen und ist bis heute die teuerste Firmenübernahme weltweit. Nachdem der Firmengründer das Unternehmen verließ, stockte die Mannesmann AG mit weiteren 30% ihr Portfolio am Unternehmen deutlich auf und erreichte die absolute Mehrheit. Infolgedessen erhielt die Aktiengesellschaft ab 1935 nun auch einen neuen Namen. Der Firmensitz und das Stammwerk blieb allerdings am Standort weiterhin fest erhalten und sollte über die Jahrzehnte noch viel größer werden. Ende der 30er Jahre hatte man weltweit Aufträge in unter anderem Japan, Österreich, Norwegen und natürlich auch der Sowjetunion zu Buche stehen. Nach 1939 wird sich das Ganze aber mit Sicherheit geändert haben. Inwiefern und wie das genau dann war, konnte ich allerdings nicht herausfinden. Thank you.
Mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges und dem Beginn der Besatzungszeit in Ostdeutschland wurde die Mannesmann AG und ihre Betriebsteile im sowjetischen Sektor in selbstständige Betriebe umgewandelt und als VEB zusammengefasst. Kernbetrieb wurde die hier gezeigte Anlage. Bitte vergesst allerdings nicht, dass es sich hierbei nur um einen kleinen Teil des einstigen großen Werkes handelt. Mithilfe des neuen volkseigenen Betriebes entstanden in den 50er Jahren zahlreiche Kraftwerksanlagen wie beispielsweise in Lübbenau, Bernburg sowie in Muldenstein und Laubusch. Kraftwerksbau hatte eine Art Monopolstellung in der DDR und sollte vor allem in den frühen Jahren den Aufbau und Fortschritt demonstrieren. Auch die erste Pipeline ins ferne Russland mit einer Länge von über 900 Kilometern entstand aus diesem Werk. In den 60er Jahren folgten wieder zahlreiche neue Angliederungen und Neugründungen, die meist nicht so konstant blieben. Thema Kontinuität: Die Produktion blieb weiterhin sehr erfolgreich, so versorgte man Teile des Sowjetblocks und viele weitere Länder. Zu nennen sind hier vor allem Algerien, Burma, Finnland, Griechenland, Indien, Jordanien, Nicaragua, Nordkorea, Sudan, Syrien, Thailand, die Türkei, Uruguay und auch Vietnam. In den darauffolgenden Jahren war man bei wirklich großen und wichtigen Kraftwerksanlagen beteiligt, was sich bis zum Ende der DDR auch nicht wirklich ändern sollte. 1985 gliederte man das Werk erneut um und in einen anderen VEB hinein. Sinnhaftigkeit, Fehlanzeige, aber hier ging es nicht nur nach Namen, sondern vor allem auch um Geld und Zuteilung innerhalb des Arbeiter- und Bauernstaates. Aber wem das weiter interessieren sollte, der kann das selbst noch ein bisschen genauer nachforschen. Nach der politischen Wende 1990 erfolgte die für den Betriebsteil Muldenstein glückliche Reprivatisierung, die tatsächlich auch gelang, zumindest bis 1998. Wer unsere Videos schon länger verfolgt, der weiß, dass dieses Unterfangen in 98% der Fälle in die Hose ging. Für die hier gezeigte Anlage war nach angestrebter Reprivatisierung 1991 trotz Verkauf Schluss. Etwa 270 Arbeitsplätze gingen dabei schmerzlich verloren. Im Anschluss stand das Werk lange ungenutzt, verwahrlost umher, bis es zum größten Teil 2011 abgerissen wurde. Heute steht von dem riesigen Werk lediglich das Kesselhaus mit Schornstein und der hier gezeigte Nebentrakt, über den wir nur spekulieren können. Vermutlich handelt es sich hierbei um die einstigen Lagerräume der Produktionserzeugnisse oder für Ersatzteile des Kraftwerkes selbst. In den anderen Gebäuden fanden wir Schulungsräume, kantinenähnliche Zimmer sowie Gemeinschaftsduschen, vermutlich ebenso für Mitarbeiter. Vielleicht von allem ein bisschen, aber vielleicht wisst ihr ja darüber etwas mehr.
Sämtliche Gebäude standen offen und dennoch lösten wir, nachdem wir eines der Gebäude betraten, einen akustischen Alarm aus, worauf wir unsere Tour natürlich abbrechen mussten. Glücklicherweise hatten wir den Rest schon komplett erkunden können, aber wir staunten dennoch nicht schlecht. Im letzten Objekt standen sehr alte, kunstvoll verzierte Möbel im Keller, die vermutlich dort eingelagert wurden. Was vielleicht auch die Alarmanlage erklären könnte, aber warum das Gebäude dennoch hinten komplett offen stand, war uns ein Rätsel. Ansonsten war die Anlage ein Sammelsurium aus Müll und Unrat, Verfall und Vandalismus, ebenso von allem ein bisschen, aber die Aufnahmen sprechen hier für sich. Ich verabschiede mich jetzt wie immer noch mit einigen Bildern, die wir hier schießen konnten. Vergesst den Daumen nach oben nicht, wenn euch diese Folge gefallen haben sollte. Und wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das natürlich an dieser Stelle sehr gern nachholen. Wir bedanken uns bei euch fürs Zusehen, bleibt gesund und munter und dann hören wir uns gerne nächste Woche Mittwoch wieder. Bis dahin, macht's gut und ciao!